Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Sherlock Holmes The Awakened stellen wir als Dr. Watson Nachforschungen an. Uns interessiert die Sache mit Stevensons wegweisendem Licht. Uns interessiert eine zumindest stellenweise Übersetzung dieses in Menschenhaut gebundenen Buchs. Und Brüderchen Mycroft hat noch einen kleinen Nebenfall für uns. Los geht's! Es brennt Licht in Barnes Buchshop und das heißt, wir können eintreten, denke ich. Und wir können ihm ein Buch auf den Tresen legen, das hat er noch nie gesehen und das bringt ihn vielleicht sogar in Gefahr. Das möchte ich eigentlich nicht. Ah, wir reden gleich mit ihm. Das hier fällt mir ins Auge. For some reason, it makes my skin crawl. Ja, du hast noch nie was mitbekommen. Oh, du bist groß geworden. Ah, nee, was? Nee, warte mal, dieses... Der Kleine ist immer noch der Kleine. Take care of your master. Ja, den zweiten. Das ist ja interessant. Also hier können wir nicht rein. Ja. Na dann. It has been a while, Barnes. Dr. Watson. Indeed it has. And good to see you as always. How can I help? Wir fragen ihn erstmal zu dem Telegramm. Barnes, does Stevenson's guiding light mean anything to you? Well, my mind first goes to Robert Louis Stevenson, an up-and-coming author. I've been following his work in the periodicals. Interesting man. I take it his literary pursuits are somewhat of a deviation from the family business. What makes you say that? He wrote a poem. Let me see if I have it still. Yes. Say not of me that weakly I declined the labours of my sires, and fled the sea, the towers we founded and the lamps we lit. Hmm, the labours of his sires. I wonder what they do. I have a book on great British families. If the Stevensons have achieved anything of note, they will be in there. Please, feel free to take a look. It should be on the shelves to the right. Much obliged. Mm-hmm. Machen wir erstmal das. Regal zu meiner Rechten. Zu seiner Rechten, alles klar. Also, es gibt hier eine Sammlung von Errungenschaften irgendeiner Familie. Mr. Barnes gab bei dem Namen Stevenson als erstes der aufstrebende schottische Autor Robert Louis Stevenson in den Sinn. Dieser folgte nicht dem traditionellen Berufsweg seiner Familie, sondern wandte sich der Schriftstellerei zu, worüber er Folgendes schrieb. Sagen Sie nicht von mir, ich hätte die Arbeit meiner Väter abgelehnt und dem Meer den Rücken gekehrt, den Türmen, die wir errichteten und den Laternen, die wir zum Leuchten brachten. Mr. Barnes riet dazu, in einem Buch über bedeutsame britische Familien nachzuschlagen, das irgendwo rechts in den Regalen stehen soll. Ja. Hier. Die bedeutsamsten britischen Familien. Dieses Buch ist ein Sammelsurium an Fakten, Geschichten und Gerüchten über bekannte britische Familien und ihre Errungenschaften für das Vereinigte Königreich. Gewissermaßen wissenschaftlich verbrämter Nationalstolz. Das kann hier bestimmt eine Archivrecherche betreiben. So. Also es deutet ja alles auf irgendeine Leuchtturmdynastie hin. Leuchtturm hat das mit Schifffahrt zu tun. Titel. Keine Ahnung. Zeit. Wir sind 1882 im 19. Jahrhundert. Das ist aber am Ausgehen. Also ist es schon eine lange Weile am Laufen. Und ist ein schottischer Autor. Ist es das? Ja, Familie Stevenson.
In dem Buch Die bedeutsamsten britischen Familien finden die Stevensons kurz Erwähnung, die für den Bau von Leuchttürmen überall in Schottland bekannt sind. Der erste Leuchtturmbauer in der Familie hieß wie der Schriftsteller Robert Louis Stevenson, ebenfalls Robert. Seit dem Bau des Balrog-Leuchtturms im Jahre 1810 haben die Stevensons in ganz Schottland mit Wunderwerken der zivilen maritimen Ingenieurskunst ihre Spuren hinterlassen. Ganz gleich, ob die Leuchttürme von Robert Stevenson oder von seinen Söhnen Alan, David und Thomas erbaut wurden. Die Seeleute, die an Schottlands Küsten das Meer befahren, haben es dieser Familie zu verdanken, dass sie sich dabei sicher fühlen können. Gut. Und jetzt reden wir mit ihm über das unheilvolle Buch aus den Sümpfen, aus Menschenhaut. Nein, in Menschenhaut eingeschlagen, nicht aus Menschenhaut gemacht. Das ist was anderes. Das passt überhaupt nicht. Bleibt dabei. Bevor ich ihm ein in Menschenhaut geschlagenes Buch auf den Tisch lege, ein bisschen Smalltalk, weil danach wird er nicht mehr so smalltalkig sein. Sie scheinen glücklich zu sein. Someone is full of pep. Oh, yes. Mr. Holmes, he was quite the inspiration. Last time you were in town, he offered me some stirring advice, which I have since acted upon. Holmes is nothing if not provocative. Indeed, the thorny truth is often hard to hear, but it did the job. And now my heart is full. I'm glad to hear it. Much obliged, Doctor. Ach, Barnes. So, naja, kommen wir mal zu etwas unfreundlicheren Themen. Last time we met, you mentioned your knack for translating occult texts. I was wondering if you could help me with this book. Certainly, I... Goodness. Where on earth did you procure this grimoire? That's a long story. What do you make of it? It seems to describe pagan rituals, ancient deities. Wow, what a marvel. I can try and translate it for you. Just the pages bearing that symbol. This section, really. Entity of ocean or time. Oh, my. Oh, already on it, as you can tell. If you can have it done at your earliest convenience, that would be lovely. Irgendwie wäre ich das Gefühl nicht los, der sieht das alles nicht zum allerersten Mal, oder? Okay. Um was geht es im verschlüsselten Telegramm von Ashmat? Es geht um die Familie Stevenson und ihre Leuchttürme und es geht um das oder boah, keine Ahnung. Nein. Oh. Wieso ist Mr. Barnes Ersteindruck vom Buch hier von Relevanz? Ach, weil er sagt, dass es um einen Kult und alte Gottheiten so ein Kram geht. In der Nachricht geht es um einen Ort, an dem der Kult eine Zusammenkunft plant. Ein von der Familie Stevenson erbauter Leuchtturm westlich der Region Lochaber in Schottland. Wer ist der Anführer des Kults und welches Ziel verfolgt er? Sich Tentakel wachsen zu lassen, an Stellen, die ihm recht sind, glaube ich. Keine Ahnung. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja Unfug. Da stimmt keins von den dreien. Ja. So. Lebst du noch? Say, do you possess coastal maps of Scotland? Indeed. Have you figured out what the Stevensons are known for? Feats of lighthouse engineering. You have my thanks for the book. My pleasure, Doctor.
Do you need any particular part of the coast? Loch Harbour, West Coast. Right then, I'll unroll it on the desk. All yours. In the meantime, I will attend to my translation. Much appreciated. Hoffentlich passiert mit dem Blech nicht irgendwas. So, das ist die Westküste von Schottland, behauptet er. Sea of the Hebrides. Okay. Das ist der Skerrivor-Leuchtturm. Befindet sich auf der abgelegenen Insel gleichen Namens, südwestlich der bewohnten Insel Tyree. Er wurde von Alan Stevenson entworfen und nach 6 Jahren Bauzeit im Jahre 1844 unter seiner Leitung fertiggestellt. Der Leuchtturm ist ein Zeugnis für die Entschlossenheit der Ingenieure und Konstrukteure des British Empire, das Leben der Seeleute sicherer zu machen. Zahlreiche Arbeiter riskierten auf den gefährlichen Felsen ihr Leben, um aus Granitblöcken diesen Garant für die Sicherheit der Seeleute zu errichten. Nix mit Loch Harbour. Barrahead-Leuchtturm. Der befindet sich auf der schottischen Hebrideninsel Barrahead und thront mit seinem Leuchtfeuer über dem Südende der Meerstraße The Minch. Der von Robert Stevenson entworfene und im Jahr 1833 von James Smith aus Inverness erbaute Leuchtturm besteht aus Stein. Mit einer Höhe von 682 Fuß über dem Meeresspiegel ist er der am höchsten gelegene Leuchtturm des Vereinigten Königreichs. Was wir da nicht alles lernen. Aber es kann ja sein, dass es einen neuen gibt, der noch höher ist. So. Alpnamurkan-Leuchtturm. Von Alan Stevenson entworfen und im Jahre 1849 von ihm erbaut. Befindet sich der Leuchtturm am westlichen Ende der Halbinsel Adnamurchan in der Region Loch Harbour. Treffer und versenkt. Aufgrund ägyptischer Einflüsse auf seine Bauweise und seine dekorativen Elemente ist er in Schottland einzigartig. Der aus Granit bestehende Leuchtturm erhebt sich mit seinem markanten schwarzen Laternenhaus 118 Fuß über die Felsen. Und hier der letzte. Rubah Nan Gal Leuchtturm bedeutet auf Schottisch-Gälisch Spitze des Fremdlings. Dieser schlichte und doch elegant anmutende Leuchtturm aus Backstein wurde im Jahre 1857 von David und Thomas Stevenson erbaut und war nicht der einzige von den Stevensons in diesem Jahr errichtete Leuchtturm. Er ist 62 Fuß hoch und hat eine Leuchtweite von 10 Seemeilen für jene Schiffe, die in der Bucht der Isle of Mull verkehren. Na? Sind da schon Tentakel gewachsen? Achso, das kann ich alles nochmal ja durchklickisieren. Ja. Doctor! Look what I just found! Okay, was denn? Barnes, have you finished with the book? Yes. I've written out a translation of the section you wanted. It, puts the Grimm in grimoire. I thought as much. Long story short, it details macabre rituals, death, leviathans, and the apocalypse. See for yourself. I must ask you to leave the book with me so I can read more of it. It's compelling. Very compelling. Also eigentlich möchte ich es nicht machen, aber ich glaube, es gibt eine Steam-Errungenschaft dafür, das zu tun. Okay, sagen wir mal so. Wenn's Sherlock wäre, würde er es vielleicht nicht tun. Aber Watson hat ja nichts Übernatürliches bisher erlebt. Er weiß, dass Holmes mehrfach halluzinogenen Substanzen ausgesetzt war, wie auch sein letzter Patient Arnson. Aber, ja, und diese komischen Aale hat er erlebt in dem Londoner Tempel. Ja, aber dafür gibt es ja vielleicht eine naturwissenschaftliche Erklärung, gell?
Und hat er nicht, doch, er hat auch das gesuloide Gebrabbel der Londoner Tempelstatue miterlebt. Das hat er auch miterlebt, genau. Naja, aber das kann man alles nicht noch irgendwie schön und zurecht saufen. Also, ja. Wir wollen doch wissen, was aus Barnes wird. Welcher Zomboide. You have been of great help, so yes. Excellent. I could barely put it down. Farewell. Das ist die Errungenschaft, genau. Und das Geräusch war nicht gut. Aber wenn der Besitz des Buches Barnes nicht gut tut, ist es ja gut, wenn wir das nicht mehr selber haben. Oder? Okay, also. Die uralte Gottheit aus dem Buch. In dem Buch wird ein Monster beschrieben, das nicht im Entferntesten an ein menschenähnliches Wesen erinnert. Es hat einen krakenartigen Kopf mit einem Gesicht, aus dem unzählige Fühler ragen. Der Körper wird schuppig und gummiartig beschrieben. Das Monster soll riesige Krallen an den Hinter- und Vorderfüßen haben und über lange, schmale Flügel verfügen. Laut Mr. Barnes vorläufiger und eiliger Übersetzung wird in dem Buch ein heidnisches Ritual beschrieben, das den Zweck hat, einen uralten Gott zu erwecken, der unter dem Grund des Meeres schlummert. Teil dieses Rituals ist ein spezieller Gesang, den die stärksten Menschen jeder Ethnie auf der Erde anstimmen, bevor sie für die Erweckung des Gottes geopfert werden. Ja, jetzt macht alles plötzlich einen Sinn. Ein Geschöpf mit pechschwarzem Gesicht, das einer ägyptischen Sphinx ähnelt, muss dem Ritual beiwohnen. Verläuft das Ritual erfolgreich, wird die Welt, wie wir sie kennen, zerstört. Das ist ja toll. Geht's dir gut? A fascinating book. Thank you for the opportunity, Doctor. Please let Mr. Holmes know that he may always read the latest strand at no cost. I feel a bit strange, Doctor. Like I have a fever. Es geht schon los. I'm sure I'll be fine. Now, I don't know where you obtain this grimoire, but I'd love to buy it. I'm sure I'll be fine. Now, I don't know where you obtain this grimoire, but I'd love to buy it. Das werden wohl Barnes letzte Worte sein. Es ist schade Es ist schade für die Blumenhändlerin, die zum zweiten Mal verwitwet wird. Also quasi. Sie war doch eine Witwe, oder? Ich glaube ja. Mycroft, here to buy a book on fraternal dysfunction? The Holmes family is beyond counseling, Doctor. True, more deserving of scientific study. What do you want? I came to warn you. Perhaps you have a moment to... Sorry, I reserve Tuesday afternoons for time with friends. I'm worried about Sherlock. He's not well. You should know that he has had episodes in the past. Detachment from reality. He will need your support. Such gall. First you crush him under your boot heel, now you ask me to pick up the pieces. Your emotions are impeding your rationality. He needs to be distracted, diverted into something less harmful. Surely you jest. Only one thing shall truly bring him peace of mind, and that is solving his case. The last case he pursued so doggedly was Cordona. He came home a wreck, and this time I fear he may not return at all. You are not his father, Mycroft. Not anymore. He is a grown man, a brilliant man. I know you care for him. I just wish you also respected him. The crown cannot help you. But I can. Give him this. What is it? A confidential note tied to his case. He may see value in it. Just do not tell him it came from me. Oh, speaking of the crown, perhaps you can help us with another matter? It requires some local knowledge. Ich fand den Spruch, meine Dienstagnachmittage sind für Treffen mit Freunden reserviert. Ach, das war schön. Erzähl mal mehr. I'm all ears. For your eyes only. Here is a folder with all the details. Oh, wir haben einen neuen Fall. Interessant. Wir gucken mal durchs Fenster. Barnes lebt noch. Ne?
Wir haben ihm zwar vermutlich das Necronomicon ausgehändigt, aber es wird schon nicht so schlimm sein. So, neue Fallmappe. Dann machen wir als nächstes auch diesen Nebenfall, nicht wahr? Another sinking near Scotland, by the Strand for the details. Das ist ein Dienstagnachmittag in London. Get the Strand, get the true facts. Ja, nicht so laut. Lass uns mal kurz selbst einen Blick in die Unterlagen werfen. Also nicht in den Brief, sondern in die Fallmappe, oder? Was haben wir da? Können wir das überhaupt? Was ist denn das hier? Das ist jetzt orange, das gehört zu dem neuen Fall. Einer unserer Informanten, Philip Hawk, hat sich seit mehreren Tagen nicht bei uns gemeldet. Bitte finden Sie heraus, was da vor sich geht. Mr. Hawk hat unweit seiner Wohnung Nachforschungen für uns angestellt. Er ist querschnittsgelähmt und wohnt in der Nachbarschaft eines Ihrer Klienten, Captain Stenwick. Erstatten Sie mir Bericht, wenn Sie bei ihm waren. Sie finden mich in der Oh, Mycroft ist in der Buchhandlung, in der gerade das Necronomicon übersetzt wird. Das geschieht ihm recht. Das geschieht ihm recht. Haben wir hier irgendwas Neues? Nö. Ach, das ist aber jetzt viel. Also, der Ardnamurkan-Leuchtturm. Das war ja der Richtung Lochaber. Irgendeine uralte Gottheit. Ritual des Erwachens. Das könnte doch miteinander zu tun haben. Ah, fast. Wer ist denn Arochester? Ist das der... Hä, wer ist das? Lord H.P. Rochester, Milliardär aus London, heiratete eine amerikanische Frau, hatte einen Sohn namens Archibald, der nach Abschluss seiner schulischen Ausbildung und Erreichen der Volljährigkeit in die östlichen Kolonien zog, um die Geschäfte seines Vaters zu übernehmen. Das haben wir noch nie gehört. Ach so, es kann sein, dass jetzt der kleine Zeitungsjunge unten, dass der was Neues für uns hatte. Warte mal kurz. Dass wir gerade neues Exemplar von The Strand zu haben war. Und das in dem, was drin stand über jemanden, der verunglückt ist. Ist das so? Another sinking near Scotland, by the Strand for the details. Just back from a trip, Doctor. You look exhausted. You had a visitor earlier. He seemed angry. This weather is so bad. Do you think a storm is coming? I better concentrate on selling my papers, or the rain will turn them into paste. I better concentrate on selling my papers, or the rain will turn them into paste. Interessant, auf welche Weise wir hier erfahren, dass wir einen wütenden Besucher hatten. Nee, also das war's nicht. Wo wissen wir denn? Hä? Also ich sehe. Wo kommt denn das mit diesem Rochester her? Oder ist das die Nachricht, die wir von Mycroft für Holmes haben? Stimmt, Mycroft sagte uns doch, er hat was unseren Fall betrifft. Dann wird es das gewesen sein. Okay, also haben wir diesen Milliardär Rochester, ich nenne ihn jetzt Rochester, das ist mir zu schwierig, das richtig auszusprechen. So ein Archibald sollte irgendwas übernehmen in irgendwelchen Kolonien. Archibald Rochester besaß zahlreiche Edelsteinminen in Australien und Firmenbeteiligungen in England. Sein Vermögen stieg dank seiner Geschäfte mit Edelsteinen stark an. Im Jahr 1875 unternahm er eine Schiffsreise nach England. Das Schiff geriet in ein Unwetter und sank. Keine Überlebenden. Weder seine Leiche noch seine Edelsteine wurden damals gefunden. Kurz darauf starb sein Vater, Lord H.P. Rochester, woraufhin Lady Rochester nach Boston zog und dort ebenfalls verstarb. Mehrere der dokumentierten Edelsteine sind vor kurzem wieder aufgetaucht
und können unter anderem mit Banken in Louisiana sowie mit dem Institut Schwarzes Edelweiß in Verbindung gebracht werden. Ah, daher weht der Wind, verstehe. Okay, also. Archibald Rochester ist am Leben und der geistige Führer des Kults. Er hat vor, ein gigantisches Ritual am Ardnamurkan-Leuchtturm durchzuführen und bei dieser Zusammenkunft Menschen unterschiedlichster Ethnien zu opfern. Schön, dass der britische Geheimdienst auch was davon weiß, aber nichts dagegen tut. Grr. Holmes, geht's dir gut? Es ist ja in gewisser Weise irgendwie gemütlich, aber irgendwie auch ein bisschen schaurig, ja? Und zwar nicht nur draußen. Ich weiß alles, was aber eine gewagte Behauptung, aber trotzdem. Holmes, I have the translation. Barnes will keep researching. Holmes? Watson? Did you hear me? Barnes gave us a preliminary translation of the book. I think we have a lead. Sherlock, what is it? I find myself burdened. It will come as no surprise that I tend towards obsession. Indeed, obsession oft grants me the insights that have become my stock in trade, my greatest asset. Yet I cannot deny this nature proves as much a hindrance as a boon. It has cost me friends, colleagues, brothers. And despite my obsession, as I contend with the matter at hand, no closer to understanding than when we began, I must conclude that I am of no worth at all. Without an answer, what use is the question? Sherlock, this is no time for despair. The book is real. Those men went mad. John, I fear that I am as mad as the rest of them. Naja, die Restlichen haben sich selbst und andere entleibt und gegeißelt. Und haben sich nicht solche Fragen gestellt. Insofern. I bore witness to the same events that you did. I saw with my own eyes the inexplicable, the ghastly and the unnatural. I can attest to their occurrence. So take heart, for it was as real as you or I. And thus we must persist. Lives hang in the balance. If you cannot see your worth, then trust in me, for I see it. And I know of no other man capable of putting this matter right. Thank you, John. Would that I possessed even half your courage. Pray tell, where does our journey end? Ardnamurkan, Scotland. Ich möchte das Kapitel jetzt nicht beenden, weil ich ja hier jetzt einen neuen Fall habe. I need a moment to put my affairs in order. You raised my spirits, Watson. Take all the time you need. Okay. Muss ich jetzt diesen Fall als Watson lösen? Weil mit Holmes kann ich darüber ja nicht sprechen, ja? Genau. I need a moment to put my affairs in order. You raised my spirits, Watson. Take all the time you need. Ja, okay. Das I take all the time I need and that will be a lot of time. Trust me. Gut, dann müssen wir das wohl als Watson machen. Warum nicht? Get the strand, get the true facts. Also, hier. Philip Hawk wird gesucht. Hat unweit seiner Wohnung, also hat eine Wohnung, kein Haus. Nachforschungen für uns angestellt. Querschnittsgelähmt. Captain Stanwyck. Also, Captain Stanwyck wohnt ja hier. Genau. In der Nähe kann eigentlich nur bedeuten hier oder da. Und wenn er querschnittsgelähmt ist,
dann wird er wohl in einer Art Rollstuhl sitzen. Und da es zu der damaligen Zeit keine Aufzüge gab, müsste er im Erdgeschoss eines Gebäudes wohnen. So meine... Another sinking near Scotland by the Strand for the details. Das ist so meine Mutmaßung. Aber... Haben wir noch irgendeinen anderen Tipp? Ich bringe das mal aus der Brüllreichweite des Zeitungsjungen raus, damit er mich nicht wieder irritiert. Also... wohnt in der Nachbarschaft eines ihrer Klienten. Warum bekommen wir keine Adresse? Jetzt mal ehrlich. Also das ist die japanische Botschaft. Da wird keiner drin wohnen. Das ist ein Laden. Das ist ein Laden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er im Erdgeschoss wohnt. So, hier könnte theoretisch jemand wohnen. Aber wir sehen ja hier, dass wir nichts aufmachen können. Wer bist denn du? Du bist ein Bettler, oder? Damit können wir gar nicht interagieren. Also hier sind Laden. Läden. Ja. Das ist eher so eine Marktstraße hier. Das heißt, irgendwelche Wohnungen in der Nähe von Stanwick sind dann wohl eher hier in dieser Seitengasse. Aha! Da haben wir es doch. Direkt das Eckhaus. Kommen wir herein? Da ist was. Oder wo ist denn die überhaupt, die Gartenpforte hier? Also wenn man das Garten nennen will. Ah, es ist das zweite Haus. Oh, die haben ein Wespennest direkt hier dran, oder was ist das? So in Gesichtshöhe, das ist toll. Leiter. Habe ich hier nicht gerade so einen Punkt gesehen, so einen gelben? Wo ist denn der hin? Nee, gibt's nicht. Hier brennt Licht, aber zu dieser Eingang sein. Wir bilden ein Querschnittsgelände, weil wir diese drei Stufen hochkommen. Da geht's aber sowieso nicht weiter. Hier? Auch nicht. Eine Leiter! Nee, ist auch nix. Hä? Philip Hawk wohnt in einem Unschein. Warte mal. Ich bin doch jetzt hier. Und das Haus ist doch. Nee, hier bin ich. Ach, das ist wirklich das. Das ist wirklich das Eckhaus. Ich bin ja völlig falsch. Komme ich denn hier rein? Ach so! Mensch! Da, wo das Nest ist. Ah, also. Royal Berkshire Regiment. Only his right arm was functional. His left arm was paralyzed in the war. Mr. Hawks, unvollendete Notizen. 5.45 Uhr, Kutsche mit vermummtem Besucher eingetroffen. 7.25 Uhr, Kutsche abgefahren. Besucher blieb im Gebäude. 9.10 Uhr, Kisten mit Gold aus dem kaiserlichen japanischen Münzamt eingetroffen. 9.36 Uhr, Kisten werden immer noch entladen. 10.10 Uhr, letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht.
Bespitzelt er die japanische Botschaft oder wen bespitzelt er? 1133, letzte Kiste wurde in Botschaft gebracht. Nein, gar nicht, war 1010. 1133, osmanischer Botschafter und Vizekonsul eingetroffen. 1244, die Herren konferieren im zweiten Stock. Zu sehen sind Karten von M wie M. M? A capital M, signed by someone else's hand. Ein anderer hat ein M reingeschrieben? His face and neck are swollen, and I can see wasp stings all over the skin. Aha. The spyglass was positioned to watch the windows of the embassy across the road. Aha. A map of possible routes taken from the embassy. I thought only Sherlock was capable of this kind of deduction. Near perfect camouflage. It makes me wonder if Mycroft also spies in our suite in Baker Street. Wahrscheinlich. A wasp's nest. They might attack if someone draws too close or are otherwise provoked. Much like London itself. Können wir reingehen? Unlike Holmes, I don't carry lockpicks. Hm. Also hinter dieser bewachsenen Zaun ist noch mal ein bisschen Holz, um die Tarnung noch ein bisschen zu verbessern. Was ist zu tun? Philip Hawke wohnt in einem unscheinbaren Haus. Im Garten fand ich Philip Hawke tot in seinem Rollstuhl vor. Viele Körperstellen sind geschwollen und seine Haut ist mit Wespenstichen übersät. Die Tätowierung auf seinem Unterarm lässt darauf schließen, dass er im Royal Berkshire Regiment gedient hat. Er konnte nur seinen rechten Arm bewegen, der linke Arm und seine Beine waren gelähmt. Höchstwahrscheinlich aufgrund einer Kriegsverletzung. Auf seinem Schoß liegt ein Notizbuch. In Mr. Hawks Garten hängt ein Wespennest. Im Garten befindet sich ein Fernglas, das so ausgerichtet ist, dass man die Fenster der japanischen Botschaft auf der anderen Straßenseite beobachten kann. Das M hier, das ist von einer anderen Person geschrieben worden, die man hier auch leicht sehen kann. Gut, dann müssen wir jetzt wieder Mycroft Bescheid geben. Also M wie Mycroft? Nee, oder? Seltsam. Warum kann denn Mycroft das nicht selber rausfinden oder rausfinden lassen? Was ist das für eine Flasche hier? Milch oder was? Oh. Was ist das? Warte mal, Gott. Hab ich von lauter Neugier? Das ist ja nicht das gleiche Haus. In dem Haus hier wohnte Hawk. Das hier ist ein anderes Haus. Naja, wir untersuchen es mal. Watson, fällt dir was ins Auge? In Nähe zum Tatort. The oldest letter was delivered 3 days ago. The milk has soured. Doch Hawks Wohnung? Ehrlich? Ach so. Ja. Also das hätten wir vorher finden sollen. Verstehe. Nach dem Motto, da ist schon längere Zeit keiner mehr da gewesen. Well, I'm not getting in here. Okay. Dann ist es angeblich doch das gleiche Haus. Das finde ich aber abenteuerlich. Hm.
Noch irgendwas, was mir entgehen könnte? Nein. Wir gucken erstmal durchs Fenster, ob Barnes noch Barnes ist. Was aber schon über Mycroft hergefallen ist, um ihm die Haut abzuziehen. Barnes ist noch da. Wo ist denn Mycroft? Den sehen wir gar nicht. War der nicht hier? Ja, tatsächlich. Geht's dir gut, Barnes? I'm sure I'll be fine. Now, I don't know where you obtain this grimoire, but I'd love to buy it. Es scheint sich an seinem Zustand nichts verändert zu haben. Oh, diese Spinnweben da oben in der Ecke. Wow. I'm sorry, I have bad news. Please do not tell me Hawk is a turncoat. Worse, I have found him dead in his wheelchair, out in the garden. Hmm. How did he die? Exactly. He was stung repeatedly by wasps. His body succumbed to anaphylaxis. And that is all you observed? Was there anything suspicious? Ich denke, wir haben keinen Grund, hier das M zu verheimlichen. Warte mal, war M? Wir hatten doch in Cordona so einen Gegenspieler. Im Vorgängerspiel Sherlock Holmes Chapter 1, da war doch auch irgendeiner. Da war da auch mit M. Dieser M ist gemeint, tatsächlich. Das ist so ein Metafall, der sich auch auf das bezieht, was im ersten Teil passiert ist. Und wahrscheinlich dann in den nächsten Spielen noch weiter passieren wird. Well, there was one thing. In his notes I found a handwritten M, but it didn't match Hawke's other writing. Listen carefully, Doctor. Do not investigate further. Do not talk about this matter to anyone and do not ask questions. Thank you. Now leave it alone. Das ging ja schnell. Also weiß er von diesem M Bescheid. Das M hat ihn jetzt total alarmiert. Mhm. Oh ja, haben wir das ja ganz schnell abgeschlossen. Das war ja gar kein Problem für mich. In Watsons Gewandung. Ja, abermals bye-bye Barnes. Wir besuchen dich auf dem Friedhof. Und auch deine Opfer. Gaslam, Slow Geschop, wie schön. Wir werden in der Baker Street dann den Schauplatz wechseln. Und in Schottland nach dem Rechten schauen. So sehr es ob noch Rechtes geben mag. Also, ne? Und dann mal diesen Kult weiter verfolgen. Ich glaube, das ist so ziemlich dann der letzte Schauplatz von Bedeutung. Naja, Watson weiß ja nichts von diesem ganzen M, was auf Cordona passiert ist. Deswegen hat er jetzt keinen Grund, Sherlock davon zu erzählen. Wenn er jetzt Sherlock von diesem M erzählen würde, wäre Sherlock hoch alarmiert. Aber das kann ich, glaube ich, nicht. Nee. I need a moment to put my affairs in order. Ja. You raised my spirits, Watson. Take all the time you need. Weil Watson sieht da einfach keinen Zusammenhang. Kann er auch gar nicht sehen, weil ihm wichtige Informationen fehlen. Okay, gut, dann sind wir hier mit diesem Fall durch, auch mit der Episode durch und weiter mit dem Aufbruch ins genauso verregnete Schottland. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.